Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Video hier auf dem Kanal gebracht habe. Ich habe mal nachgeschaut. 11. Dezember. Ja, in der Zwischenzeit, ich habe weiter FIFA gespielt. Ist nicht ganz so viel passiert. Ich habe meine Rewards abgeholt, die Player Picks. Die brauche ich nicht zeigen. Und dann habe ich es einfach über die Feiertage, wo ich in meiner Heimat war, dann auch es nicht geschafft, was vorzuproduzieren oder aufzuzeichnen vorher. Und dementsprechend starten wir jetzt hier rein. Das erste Video 2022, die erste Weekend League. Ich sitze jetzt hier am 2. Januar, das ist der Sonntag, und ich habe noch kein Spiel in der Weekend League gemacht, aber ich habe mich schon qualifiziert. Ja, und ansonsten noch ein kleines Highlight wird sicherlich für diese Weekend League, dass seit 2-3 Tagen mein Internet unglaublich instabil ist. Sprich, immer mal wieder ist der Router einfach mal kurz komplett down, in dem Sinne, dass er kein Internet hat. Das heißt, es wird ein richtiger Nervenkitzel und es besteht eine Chance, dass ich die Weekend League einfach nicht spielen kann, weil es zu frustrierend ist und ich wahrscheinlich 8 Disconnects habe. Das ist aber mein Problem. Ich hoffe, für diese Folge, für dieses erste Spiel klappt alles und ich präsentiere euch ein Team und ein komplett neues. Denn inzwischen habe ich das Team ein- oder zweimal komplett geändert und ihr seht jetzt quasi das Team, welches ich für diese Weekend League mir überlegt habe. Und wir gehen wieder zurück zu der Bundesliga. Ihr habt es vielleicht auch schon links oben gesehen. Es ist Bully Liga Noss. So, also Teuter, Manuel Neuer. Also sobald der eine Spezialkarte hat, wird er der beste Teuter auch sein. Ich finde ihn jetzt schon einfach insane. Also die Goldkarte ist so unglaublich stark. Er ist für mich wirklich deutlich spürbar der beste Teuter, den ich bis jetzt gespielt habe. In Verteidigungspositionen, da habe ich einen alten Bekannten, nämlich den Klostermann und dann einen weiteren Spieler hier, den ich mir zu den Winter Wildcard Probo gekauft habe, Niakate. Richtig stark. Also der ist wirklich, ich finde den sehr, sehr, sehr gut. Sehr. Ich habe ihn nämlich jetzt, das muss ich schon sagen, dieses Team im Kern letzte Weekend League schon gespielt auf der PlayStation 4. Das war auch interessant. Und dort dann auch zumindest Rang 3 geholt. So, das ist mein Bundesliga-Kern hier. Wir machen mal weiter mit dem Linksverteidiger. Auch eine Winter-Wildcard-Karte. Das hört sich auch komisch an. Delaney. Ich finde, er ist auch übertrieben. Also diese Karte, ne, super, super stark. Nicht nur richtig krasse Pace und dann für einen Außenverteidiger auch Dev und Physis, sondern dazu noch 82 Passen und 83 Dribbling mit einem 5-Sterne-Weakfoot. Ist insane. Ich wollte ihm eigentlich, ich habe ihn nämlich mit Shadow gekauft, ich wollte ihm noch Anker geben, aber es kann sein, dass ich keinen Anker im Verein habe, weil es macht für mich keinen Sinn, na doch, ich habe einen Anker. Es macht keinen Sinn für mich, ihn mit Shadow zu spielen. Ich weiß nicht, warum man so einem Shadow gibt. Ganz ehrlich, dann irgendwie hat man dann was nicht verstanden. Ist so mein Eindruck. Aber gut, dann machen wir weiter mit der ZM-Position. Auch eine, also ihr merkt das, ich habe viele neue Karten hier, nämlich eine nächste Winter-Wildcard, den So. Ja, den muss ich natürlich machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Karte ist krass. Er ist von Eintracht Frankfurt, dementsprechend musste ich ihn auch machen. Aber es ist für mich nicht so einfach, ihn einzubauen. Ja, weil klar, es gibt so Stronglings zu Mbabu beispielsweise oder dann zu Zakaria oder auch Embolo. Aber es ist nicht einfach, finde ich, ihn wirklich sinnvoll einzubauen. Es braucht mehr Frankfurter Spieler, die wirklich gut sind. Kostic habe ich nicht gemacht, die SPC. Aber ich wollte ihn auch einfach nicht. Der ist so, ich glaube, 2-Sterne-Weakfoot oder sowas. Egal. Das ist erstmal jetzt hier sozusagen so ein Kern hier. Und jetzt gehen wir rüber zu Liga NOS. Und da, ja, also ich finde, da sind auch mit der Winter Wildcard geile Karten gekommen. Und also ich mache mal, glaube ich, auch zuerst einen der Spieler hier. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie ich es gemacht habe. Nee, wir können Uribe mal reinfügen. Den habe ich dann auch abgeschlossen, weil ich den dann halt gebraucht habe. Weil er auch einfach, dann finde ich, eine super gute Karte ist for free. Und jetzt müssen wir mal aufpassen, wie ich das hier mache. Wir machen mal, ich glaube, ja, da habe ich ja gerade gesehen, haben wir nichts gesehen. Gehen wir mal auf die Central Forward Position. Da kommen jetzt gleich zwei rein. Und der eine, finde ich, der hat halt wirklich, das Preis-Leistungs-Verhältnis von ihm ist insane. Terrapt. Also, ich finde so eine geile Karte mit 5-Sterne-Skills und einfach well-rounded. 94 Dribbling und ansonsten auch einfach sehr schön. Nicht ganz so viel Dev, aber an sich eine richtig krasse Karte. Und den spiele ich nicht dort, sondern, also ich spiele ihn dann, ich zeige euch gleich, wie ich Ingame spiele, denn das ist auch eine etwas besondere Formation. Muss ich euch auch noch zeigen, fällt mir gerade auf. Dann kommen wir zu der anderen Position hier, muss ich wieder umstellen. Und ihr habt ihn, glaube ich, schon gesehen, nämlich Taremi. Ich habe viel
Banza gespielt. Das war ja auch so das Letzte, wo wir stehen geblieben, fällt mir gerade ein. Nämlich mit Benze und Banza. Und der Banza ist, ich finde ihn auch echt gut, aber ich habe mir einfach mal den Taremi gekauft, weil ich ihn auch ausprobieren wollte, weil er in mein Team gepasst hat. Vorher sogar noch besser als jetzt. Und er liefert mir den Strongling zu Uribe. Aber auch einfach, ja, die Karte. Am Anfang fand ich sie nicht ganz so stark, aber er scored. Er scored wirklich ordentlich. Und mit den 4-4, solides Tempo, ist soweit in Ordnung, wir werden mal schauen. Also die erste Weekend League hat er für mich ganz ordentlich abgeliefert. Und jetzt machen wir noch die rechte Flügelseite mit der rechten Flügelposition und dem rechten Außenverteidiger. Einmal hier Corona, den ich schon ewig lange in meinem Verein habe. Und jetzt habe ich ihn jetzt auch mal so eingebaut, dass ich ihn starten lassen kann mit 5-5. War ja auch eine Karte, die extrem viel Hype zwischendurch hatte. Und auf der Rechtsverteidigerposition habe ich mir es dann diesen Wilson Manafa gegönnt, der einfach so unglaublich teuer ist wegen Corona. Er ist inzwischen ein bisschen günstiger, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen gefallen ist, seitdem ich ihn gekauft habe. Ich habe ihn für 45.000 gekauft, was für so einen Außenverteidiger wie ihn eigentlich viel zu teuer ist. Aber ich wollte es halt so lösen, weil die Rechtsverteidigerposition aus der Bundesliga mit einem Stronglink hier zu den beiden ist nicht so einfach. Da gibt es eigentlich nur Mikiele und den finde ich als Außenverteidiger nicht optimal. Und jetzt habe ich nur eine Position offen. Und das ist ein richtiger Highlight-Spieler und es war für mich schwer, ihn wirklich auch sinnvoll einzubauen. Nämlich, das ist auch so eine geile Geschichte, ich habe ihn aus einem 2-Spieler-Pack bekommen, wo einer selten ist und ich glaube nur auch einer Gold, also garantiert Gold. Es war wirklich kurios, es war insane. Ich habe es auch auf Twitter gepostet, ich habe dort einfach Neymar Untradable bekommen aus einem 2-Spieler-Pack. Also nicht mal 2 seltene, sondern einfach nur ein 2-Spieler-Pack. Das war wirklich krass und dann habe ich jetzt geschaut, wie ich ihn eingebaut bekomme. Und ich habe wirklich lange überlegt und ihr seht das auch, es sind viele Spieler nicht auf voller Chemie, 3 Stück, nämlich So, Uribe und dann Neymar. Aber ich finde es trotzdem einigermaßen gut gelöst. Ich wollte So spielen, ich wollte Tarabt spielen und das ist dann so im Ganzen bei rausgekommen. Und jetzt kommen wir noch zu der Besonderheit. Ich gehe mal kurz auf den Squad Selector. Warte mal, so habe ich es übrigens davor gespielt, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Das war mein Team in der letzten Weekend League mit Everton hier noch auf dem Flügel und Schulz. Und ansonsten prinzipiell sehr ähnlich, aber jetzt hier Bulinos Ney. Und ich werde das Ganze, und diese Taktik werde ich euch jetzt kurz vorstellen. Ich merke gerade, das hatte ich eigentlich ursprünglich gar nicht geplant, aber mir ist gerade eingefallen, dass es mal Sinn macht. Ich zeige es euch ganz kurz. Ich spiele jetzt enge Raute mit einer wirklich Spezial-Taktik von Michael Fischer, die von Shorey vorgestellt wurde. Ich werde das Video mal hier verlinken. Ihr findet uns bei uns übrigens auch bei The Guide Plus dazu nochmal ein Formation Guide von Khan. Der Link zu The Guide Plus ist in der Videobeschreibung, könnt ihr euch kostenlos runterladen, 7 Tage kostenloses Probeabo machen, wenn ihr ein Jahresabo abschließt dann. Schaut einfach mal rein, der Link ist in der Videobeschreibung. Wir haben inzwischen auch eine Webversion, wo das ganze Content, die ganzen Videos, ihr euch auch über quasi den Desktop, über den Browser anschauen könnt. Das nur kurz am Rande. Ich gehe kurz drüber über die Taktik. Es ist ein bisschen kurios generell, was da für Anweisungen drin sind, aber ich spiele es jetzt auch einfach mal so und inzwischen komme ich damit eigentlich auch ganz gut parat. Defensivstil balanced, 35-70. Ihr wisst das auch von mir, ich mag normalerweise nicht solche Extremwerte, aber diese Formation mit den ganzen Anweisungen ist irgendwie alles recht extrem. Fast Build Up und Balanced. Ihr könnt theoretisch auch hier Balanced und hier Direct Passing spielen. Ich habe das mal gemacht, mir hat es gar nicht gelegen und deswegen spiele ich es jetzt wieder so rum mit Fast Build Up und Balanced. Breite sehr niedrig mit 30, dafür 7 bei Players in Box. Corners ist jetzt nicht speziell für diese Taktik, aber es macht einfach Sinn, hier auf 1 zu stellen, wenn man dann diese OP-Corner oder Ecken machen kann. Und jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Erst einmal zu dem, wie ich es in-game spiele mit Neymar und Taremi im Sturm, Corona auf der 10 und dann Tarabt und Uribe auf den 8er-Positionen und so natürlich ein 6er. Es macht gerade für mich Sinn, diese enge Raute zu spielen, weil ich habe einen klaren 6er, extrem geilen Abräumer und dann 2 schöne, balancierte 8er mit Tarabt und Uribe. Und Tarabt, wie gesagt, mit seinen 5-Sterne-Skills, macht er mir Spaß. Jetzt kommen wir zu den Instruktionen. Und zwar Innenverteidiger Standard. Das habe ich hier so zusätzlich eingestellt. Das ist jetzt nicht wesentlich mit Comes for Crosses und Sweeper Keeper. Dann bei den Außenverteidigern Stay Back While Attacking. Beide, aber auch beide Overlap. Das hat der halt so erklärt.
meiner Meinung nach ist das zu vernachlässigen mit dem Overlap, weil es kommt logischerweise nicht so häufig dazu, dass er überläuft und dass er dann außen überlaufen soll, ist quasi diese Anweisung. Sie ist nicht so, nach meiner Einschätzung, so entscheidend, aber ich habe sie trotzdem einfach mal drinne. Weil ihr merkt gleich bei den ganzen Anweisungen, irgendwas wurde sich dabei gedacht. Stay back while attacking für den Sechser, das macht Sinn, und Cover Center. Und jetzt kommen wir zu schon einer kleinen Feinheit, nämlich einer der beiden Achter, einer der beiden ZMs bekommt Stay back while attacking und der andere nicht. Das heißt, der ist Default und der bleibt Stay back while attacking. Und das, dadurch wird das Ganze so ein bisschen verschoben. Und jetzt auch noch mal hier dazu, der Zehner bekommt Comeback on Defense. Das ist etwas, nach meiner Einschätzung, wenn man enge Raute spielt, muss man dem Zehner eine Anweisung geben. Entweder Stay Forward, das war für mich bis jetzt immer der Default, weil man dadurch dann extrem stark kontern kann. Aber hier jetzt Comeback on Defense, das heißt, der stellt sich auch hinten rein und ist dann teilweise, finde ich, auch wieder ein bisschen mehr beim Umschalten auf dem Flügel. Also es spielt sich wirklich interessant. Und dann die beiden Stürmer, beide get in behind, aber einer von den beiden comeback on defense. Und ich merke gerade, ich sollte das tauschen. Und dann werde ich es so machen, dass, weil nämlich Neymar kann eher nochmal auch einen Pass spielen auf den Taremi. Und dementsprechend werde ich das auch hier tauschen. Stay back while attacking. Und hier wieder neutral und ich werde das Ingame noch tauschen. So, dann habe ich das macht, weil mich Neymar kann eher nochmal einen Pass auf den Taremi spielen. So, dann machen wir das jetzt so und damit gehen wir dann auch rein. Ich gehe auf die Ingame-Szene gleich. Warte mal, ich muss mich nochmal kurz zurück. Es dauert jetzt einen Augenblick, bis ich hier dahin komme, wo ich hin will. For Champions und das wird jetzt ein Run. Ich habe jetzt hier ein paar Spiele vor mir. Habt ihr kurz meinen Desktop gesehen? Werde ich wahrscheinlich kurz rausschneiden. Also nicht über den kurzen Cut wundern. So, Redeem, so aus 17 Stunden, 17,5 Stunden jetzt die 20 Spiele durchknallen. Nice, schmeckt. Gehen wir rein. Passt alles. Und dann, ja, enge Raute. Es gibt immer da auch nochmal Spiele, wo ich merke, in dem Spiel ist es jetzt vielleicht, funktioniert es nicht ganz so gut, insbesondere wenn er in der Pressing spielt, kann das etwa. Oh, der geht einfach raus, ne? Na, er. Weiß ich nicht, was er macht. So, er ist wieder da. Vielleicht werde ich auch das rausschneiden, wenn ich dran denke. So, wir gehen auf die enge Raute. Und dann schauen wir mal, was hier möglich ist. Ich habe auch überlegt, so wenn ich. Ich habe das in den letzten 2 oder 3 Weekend Leagues gemacht. Oha, er wechselt direkt. In den letzten 2 bis 3 Weekend Leagues, dass ich meine Spiele wirklich eher fast alle am Sonntag gemacht habe, weil es einfach für mich besser so gepasst, da reingepasst hat. Uff. Interessant, dass da Corona war. Können wir den zugelaufen? Und das geht dann eigentlich auch recht schnell. Also das muss man echt schon sagen, das ist schon sehr angenehm mit den doch überschaubaren Anzahl an Spielen. Aber auch die neuen Rewards, ne? Habe ich jetzt auch noch gar nicht drüber geredet. Oh. Das ist faul, okay. Das ist ein bisschen weit weg. Wir werden mal mit Durchlaufen arbeiten. Corona habe ich letzte Weekend League im Sturm gespielt. War auch ziemlich cool. Also hat mich echt überzeugt. Oh, der hätte es auch schön rumziehen können. Aber bis jetzt meine Offensivbemühungen nicht so nice. Den These oder wie er auch immer heißt, Tetze. Das ist ja auch so eine insane Karte. Habe ich auch überlegt, ob ich die irgendwie eingebaut bekomme. Ich habe den Van Ginkel auch als Milestone-Karte gemacht. Und der eiert rein. Nicht der allerschönste Treffer. Oh, er hat Mbappé eingewechselt. Na gut, dann nehmen wir einfach mal den Ball ab. Oh, da werden schon die Tiltgrätschen ausgepackt, so gefühlt. Und auch Pelé. Okay. Sind das seine Leihspieler, oder? Die Lane finde ich bis jetzt eigentlich auch prinzipiell ganz nice.
Lol, das wollte ich so nicht. Ja, ich finde diese Stolper-Animation so insane irgendwie in diesem FIFA. Ja, tschüss. Er bekommt einfach, ich habe eigentlich den Ball erobert mit Klostermann und ja, es ist wirklich sein Leihspieler, Pelé, interessant. Und er bekommt den halt einfach wieder, weil ich ihn nicht rechtzeitig dann voll unter Kontrolle bekomme. Schade. Bisschen, ich weiß nicht, beim Klostermann, da war ihm... Ich hätte es vielleicht auch vermeiden können, den Gegentreffer. Gefällt mir gerade noch nicht hundertprozentig, wie ich hier spiele. Vor allem dieser Gegentreffer war so unnötig. Okay, er geht da wirklich volles Risiko. Muss ich ein bisschen auf dem Schirm haben, dass ich da auch selber ein bisschen mehr Tempo aus dem Aufbauspiel rausnehme und nicht so viel sprinte. In dem Moment sprinte ich hier. Immer im letzten Moment bekommt er noch die Füße dazwischen, um diesen letzten Pass zu unterbinden. Und geht sehr viel Risiko. Zum Anfeuerung hier von Van Dijk. Oh Mann, ich mache aber auch leichte Fehler gerade, wo ich mich irgendwie zu sehr rushen lasse. Das ist natürlich so die Tendenz, wenn man die enge Raute spielt. So, das meine ich so, der Corona ist jetzt einfach auf dem Flügel, obwohl er mein Zehner ist. Das war vielleicht eine unnötige Spielerei mit dem Außenelastiko. Ich halt safe so. Ach Gott, was ist denn los? Das Spiel ständig auf irgendwelche falschen Leute. Okay, schön gespielt von ihm. Aber auch gut abgefangen. Ich spiele zu hektisch hier gerade. Agenia spielt auch nicht schlecht, finde ich. Abseits, okay. Hat mich schon gewundert, warum Diakite nicht den einfach rausspielt gerade. Lang total offen der Ball. Komm, wir machen jetzt mal einen sauberen Angriff. Ich wollte gerade sagen, den kann er einfach flanken. War eigentlich eine schöne Situation. Ich bin viel zu verspielt. Ich würde überlegen, ob ich zur Halbzeit auf das FIFA 2 gehe. Das habe ich ja auch noch parat. Weil, um ehrlich zu sein, läuft es nicht gut in dem Spiel, offensiv. Ich bin viel zu hektisch, ich vergebe viel zu viele Bälle im Umschaltspiel, im generellen Versuch, Chancen zu arbeiten, viel zu unnötig. Irgendwie liegt es gegen den Gegner nicht. Und das ist auch immer etwas, was ich beobachte. Man kann, also für enge Raute funktioniert in einigen Spielen gut oder ich komme damit gut klar und schaffe es dann eigentlich auch da, meine Spielstärke auf den Rasen zu bekommen. Und gegen manche Gegner muss ich es umstellen, weil es einfach irgendwie nicht so klappt. Und das mache ich jetzt hier einfach konsequent. Und dann ist man einfach mit einem eher standardisierten 4-4-2 beispielsweise besser aufgestellt. Mal gucken. Ich habe auch mehr das Gefühl, dass es ein bisschen daran liegt, dass ich teilweise sehr kopflos spiele. Und mich ein bisschen zu sehr rushen lasse. Mal schauen.
So, wir bekommen eine Ecke. Machen wir direkt einen kurz. Und spielen ihn an die Strafraumkante. Und spielen den dann rüber. Und der köpft den auch einfach rüber. Schön. Sauberer Kopfball, Taremi. Hätte man auch einfach drücken können. Wäre kein Problem gewesen. Krass. Ist halt, was halt ärgerlich ist, ist man, muss man echt mal sagen, ist dieser Gegentreffer. Also der war halt... ich weiß nicht. Ich spiele jetzt hier auch nichts Großartiges. So bis jetzt. Oha. Aber dieser Gegentreffer, der war halt echt für die Tonne. Muss man mal echt ehrlich einfach sagen. Ich hab das ja verteidigt gegen Pelé und er bekommt den halt einfach lucky wieder, den Rebound. Na, das ist einfach das einfachste Tackle der Welt. Und trotzdem bekomme ich den Ball nicht. Ja, wollte ich. Er spielt den eigentlich auf mich drauf. Und nochmal. Also, das sind so die Kleinigkeiten an dem Spiel, die finde ich seit Jahren so schlimm. Ich hätte jetzt schon zweimal den Ball bekommen müssen in dem Angriff. Stark. Gutes Tackle. Konsequent. Mit Risiko finde ich, aber man kann da vielleicht spielen. Ja. Der spielt aber auch nicht schlecht, sage ich ganz ehrlich. Also der spielt, vor allem in der Defensive finde ich ihn gut. Der ist Maus, das ist so krass. Der muss den einfach nur nach vorne spielen. Also halt nicht so, dass er rausgeht, aber ansonsten... Oh, nicht schlecht. Chong setzt sich da gut im Kopfball durch. Könnte jetzt eigentlich wechseln, aber habe irgendwie keinen Bock drauf. Kein gutes Spiel von mir. Da muss man echt mal ganz offen drüber sprechen. Kein gutes Spiel. Aber Gegner spielt nicht schlecht. Ich habe den echt lange Zeit auch unterschätzt. Sag ich auch ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so einen guten Gegner bekomme. Kann jetzt unangenehm werden, weil es halt einfach fucking Mbappé ist. Krass, dass ich den nicht bekomme. Ja, das könnte jetzt gut sein. Oh, krass.
Ach, den muss ich da. Den choke ich halt. Also. Ja. Ich freue mich halt echt nicht darüber, weil es. Spiel nicht gut. Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich so ein schwaches Spiel abliefere. Okay. Bin unzufrieden. Na, ihr merkt das. Ich bin nicht glücklich damit. Das ist. Die wechseln wir mal hier sinnvoll. Ich hätte eigentlich auf das 4-2-3-1 schauen müssen, damit ich gucke, wie ich sinnvoll wechsle. Aber es sieht okay aus. So. Weil jetzt gibt es ja nochmal eine Endphase. Ist noch nicht vorbei, das Spiel. Ich sollte jetzt nicht zu sehr mich drüber ärgern, wie ich den Treffer mache, sondern ich sollte schauen, dass es nicht in die Verlängerung geht. Okay. Jetzt wird der Gegner vielleicht ein bisschen. Oh. Oh, schön von Delane, aber. Er ist jetzt im Abseits, ne? Hm, ja, ist er. Nicht. Geiler Ball. Also der Ball. An Autos war der große, war eine große Klasse. Und jetzt pfeift er ab. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Es war kein schön, es war ein intensives Spiel, es war ein überraschend enges Spiel. Sag ich wirklich offen und ehrlich, hätte ich so nicht erwartet. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, warum es so lange so eng war. Und das Spiel kann ich auch verlieren. Also da mache ich mir nichts vor. Ich meine, der Gegentreffer, der war absolut unnötig und nicht herausgespielt. Aber wenn das Spiel anders läuft, verliere ich das unter Umständen. Und es lag sicherlich daran, dass ich keine gute Einstellung auf das Spiel hatte vom Kopf her. So, mal hier, das meine ich halt. Hier, das ist das klarste Tackle der Welt. Und selbst wenn, schau, hier, er macht den Ballkontakt und ich habe den klarsten Zugriff auf den Ball. Und das ärgert mich an so einem Gegentreffer. Nicht nur, dass ich ein klares Tackle habe, sondern, dass ich theoretisch, selbst wenn ich jetzt hier failen würde, ich mit der 3, mit Niakate, eine Absicherung haben würde oder hätte. Und es passiert halt das Schlimmste, ich spiele den Ball hier raus und er bekommt ihn direkt wieder. Und vielleicht ist das Einzige, was ich mir hier ankreiden lassen muss, ist, dass ich hier nicht tackle. Aber ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn ihr in solchen Situationen tackelt und der Spieler tackelt nicht, sondern er haut ihn weg. So, und deswegen tackle ich in diesem Moment nicht, weil dann ich eigentlich so viel Ballkontrolle habe, dass er nämlich dann klären würde, anstatt zu tackeln. Und deswegen nehme ich ihn hier an und er spielt ihn halt wieder raus und deswegen läuft er dann an Niakate einfach vorbei oder weiter und er kann halt so, er bekommt ihn effektiv geschenkt. Also das ist wirklich, er hat es nicht erarbeitet oder ähnliches, sondern er bekommt ihn halt einfach wirklich geschenkt. Und dass es ein Pelé ist, trägt sicherlich dazu bei, irgendwie. Naja, gut, wir haben es gewonnen, das ist das Wichtigste und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es spielerisch nicht das Allergeilste war. Das sage ich halt ganz offen und ehrlich, aber das gehört dazu. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein erfolgreiches Jahr und auch viel Spaß in der Weekend League, solltet ihr spielen. Ich bin raus, haltet euren Kasten sauber, euer Tess.